Boah, ist aber eng hier, was? Totales Sommerwetter. Es ist doch nicht zum Aushalten. Es ist im Juli ja teilweise kälter. Die Sonne blendet mich. Viele Treppen. Das ist jetzt nicht so lustig hier, aber weil es gerade auf dem Weg lag, das sind die ganzen Namen, 101 Namen von den Menschen, die Marianne S., Martin S., Jutta Steder, Horst Will und so weiter, von den Menschen, die 1998 bei dem ICE-Unglück in Eschede ums Leben kam. Der ICE ist da vorne, wo das Haus ist, von der irgendwie aus Versehen auf ein Nebengleis gekommen. Ja, und es gab eine richtige Katastrophe und deshalb wurde diese Gedenkstätte hier angelegt. Vielleicht wohnt jemand weit weg und hat das noch nie gesehen. Das ist schon krass. Schon krass, wenn man in den Zug einsteigt und da fällt gerade wieder einer. Genau. Ja, ich lege mich ja auch gleich lang, aber das wird nicht gleich im Totenstein enden. Aua. Wenn man den Zug entgleist und 100 Leute, 101 Menschen. An der anderen Seite eine Art Treppe. Ich bin froh, dass ich nicht dabei war. Auch als Helfer muss das übel sein. Ne? So, genug Nachdenklichkeit jetzt. Ich will euch ja nicht in die Trauer stürzen. Falls überhaupt jemand guckt, wie gesagt, es hat ja irgendwie 10 Aufrufe, diese Dinger. Ich wollte eigentlich auch mehr Aktionen machen, aber ist mir jetzt gerade mal nicht danach. Ja, aber Herr Beckenbauer, was ist denn nun mit dem Geld? War die WM nun gekauft oder nicht? Ja gut, mir wurden da Scheine zugesteckt. Ja gut, da geht man durch einen Raum, das sind Scheine mit doppeltem Kleber versehen und die bleiben an den Schuhen kleben. Ja gut, Halleluja, es ist doch Weihnachten. Ja, apropos Weihnachten.
Erinnert ihr euch noch an Dirk Petri? Dirk Petri, DSDS? DSDS vor 3 Jahren oder so. Der sah so komisch aus mit so einem Cowboy-Hut. Der ist weitergekommen, Recall, aber ist dann irgendwann rausgeflogen. Aber ich finde, der hat das besser performt als der Originalsänger. Und jetzt alle! Aber ist ein bisschen übersteuert, ne? Wollen wir noch eine Strophe oder wird es schon zu langweilig? Auf jeden Fall, Dirk Petri, ich meinte damals, ich hätte verstanden, er hätte Sport studiert, aber dann hat er wohl noch auf Kommunikation und Media umgeschwenkt. Und Dirk Petri hat jetzt unter www.dirkpetri.de bietet er für Hochzeiten Arrangements an, also Filme, hauptsächlich Filme, also DVDs, mit professionellem Kamerateam. Und auf einer Hochzeit hat er dann auch nochmal seinen Song gesungen. Das habe ich bei YouTube gefunden. Hat vielleicht nur 2000 Klicks, weiß ich jetzt nicht. Auf einer Hochzeit hat er dann sozusagen als Special Guest gleichzeitig den Song nochmal performt. Wie gesagt, ich fand, er hat ihn besser gemacht als alle anderen. Aber er kam ja dann nicht weiter, weil er doch eine spezielle Art drauf hatte. Also er war sehr... wie heißen die nochmal? Kauli-Brüder? Oder wie heißen die komischen Typen da mit ihrem... Na, mit den komischen Haaren. Wie heißen die Brüder? Kaulitz. Die hätten gesagt, oh, deine Range ist nicht groß genug. Oh, du bräuchtest eine größere Range. Ja, weißt du, das ein oder zwei englische Begriffe, die sie als erstes gelernt haben als Kind, sind wahrscheinlich Range. Also seine, hat nicht genug Oktaven zur Verfügung oder was auch immer. Er war festgelegt auf ein bestimmtes Muster und konnte natürlich dann nicht irgendwelche Charts performen, geschweige denn tanzen. Aber wie gesagt, wer Hochzeit machen will, ja, der kann ihn für, ich glaube, ab 600 Euro geht das los mit den Filmen. Dann gibt es auch mit Fotos, also nur DVDs, aber es ist sehr professionell gemacht. Das geht bis zu 1500 Euro mit 2 Kameramännern und 3 Brautfrauen und 4 Brauttestern, die vorher die Braut testen, ob die auch... Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber wie gesagt, das bietet er an. Im Internet. Ja, und da die Leute sich tendenziell, wenn sie überhaupt noch heiraten, was ja eigentlich sinnlos ist bei einer Scheidungsquote von 50%, wenn sie überhaupt noch heiraten, lassen sie sich was kosten. Viel kann schon sein, dass er damit Erfolg hat. Ja, ich gönne es ihm. Dirk Petri. Ja, so bleiben die Namen dann doch irgendwie hängen. Von DSDS. Solche jedenfalls.